Wir machen nahtlos weiter hier im Horst Live Studio mit dem zweiten Betrieb aus Russland. Also auch hier sind wir nochmal in Zentralrussland unterwegs, allerdings dieses Mal etwas weiter im Süden, im Gebiet Tambov. Dort wollen wir einen Betrieb vorstellen, der sich mit Schlagkraftoptimierung, mit Arbeitsprozessoptimierung sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hat, um zeitgerecht die Sachen ins Feld zu stellen, um natürlich am Ende auch effizienter zu sein, was den Maschineneinsatz betrifft und dann natürlich sehr, sehr stark auch auf moderne Technik gegangen ist. Ich freue mich, dass Sergej Gennadijewitsch uns auf die Produktionsgenossenschaft Rodina mit eingeladen hat, uns das Unternehmen vorstellen wird, die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, zeigt und vor allem auch natürlich die Ausrichtung für die Zukunft für uns offenlegt. Организация СХПК «Родина» находится в Тамбовской области, Мичуринского района. Я являюсь председателем СХПК на протяжении уже третьего года. Ich bin der Vorsitzende schon seit drei Jahren. Die Entfernung von unserem russischen Zentrum Moskau liegen wir 500 Kilometer entfernt. Dort, wo wir sind im Zentrum der Schwarzerde-Region, in der Nähe von Voronisch-Lipezk-Gebiet. Unser Betrieb ist auf dem Land in der Länge von 5.500 Hektar. Bodentyp Schwarzerde. Was wir anbauen, Winter und Sommer, Weizen, Brau, Gerste, Erbsen, Sonnenblume, Mais. Mittlerer Ertrag 53 Deter vom Hektar und insgesamt brutto 20.000 Tonnen Getreide. Maschinen, ich denke, der heutige Markt ist übersättigt mit Technik. Das heißt, jedes Jahr suche ich für mich etwas. Von der Ausbildung her bin ich Ingenieur. Das heißt, was Technik angeht, das ist meine Sache. Ich stehe auch sehr gut zu dem Land. Jetzt bin ich in der Ausbildung. Ich bekomme eine Ausbildung als Agronom. Wie ich gesagt habe, es gibt ein Überangebot an Maschinen. Ich habe mich noch nicht für eine Produktlinie festgelegt. Das betrifft sowohl die Schlepper als auch die Anhänger. Also ich bin noch auf der Suche. Ich habe eine erweiterte Linie an Traktoren, John Deere Class, Massey Ferguson. Ich vergesse auch die heimische Hersteller nicht, Versatile Büller 2400. Zu den Anhängern. In der letzten Zeit tendiere ich zu Maschinen von Horsch. Der erste Kauf von Sämaschine von Horsch, das will ich nicht verheimlichen. Ich habe Zeit gebraucht, um dazu zu kommen, denn die Preise sind, Preise sind relativ hoch, aber auch insgesamt für die Landmaschinen. Ich habe dann bei meinen Nachbarn geschaut, habe mit anderen Kunden verglichen und doch habe ich mich für Sämaschine von Horsch entschieden. Ja, ich bin zufrieden. Das ist schon die zweite Saison, ist durch. Die Keimlinge, die Qualität, die Tiefe, es gibt keinerlei Beanstandungen. Ich möchte auch sagen, dass dank dieser Sämaschine, ich bin davon eigentlich überzeugt, ich konnte meine Erträge bei ca. 2 Zentner vom Hektar erhöhen. Die Maschine hat sich auch gut gezeigt beim Erbsenaussaat. Die Erträge von 100 Hektar betrug 50 Zentner vom Hektar. Abgesehen von Sätechnik von Horst, ich habe in 2 Jahren wirklich grundlegend die ganze Technik ausgetauscht. Ich strebe nach etwas Neuerem. Außer Sämaschine Horst habe ich auch Hack-Sämaschine gekauft. Ich bin da auch sehr zufrieden. Die wichtigsten Vorteile sind, es gibt keine Probleme mit Nässe im Vergleich zu anderen Maschinen, die schon stillstanden in diesem Jahr. Wir hatten Frühling recht nass. Horst hat trotzdem gesät bis zum Letzten. Es gibt viele Vorteile.
Das, was ich Horsch ausgewählt habe, bereue ich überhaupt nicht. Ich sehe nur die Vorteile, aber die Zukunft wird es natürlich zeigen. Ich habe was, mit wem ich das vergleichen kann. Ich habe auch unsere heimischen Hersteller, Kuzbass, auch eine andere Sämaschine. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu vergleichen und dann erst kann ich über Vor- und Nachteile sprechen. Von Horsch habe ich auch zwei Spritzmaschinen, Horsch LED. Die haben sich auch gut gezeigt. Zwei Jahre habe ich bereits damit gearbeitet und ich möchte noch einen dritten Spritzenanhänger habe ich vor zu kaufen. Im letzten Jahr habe ich noch eine Sämaschine von Horsch bestellt, was mit Scheiben, mit Vorbereitung vor dem Säen. Das heißt, ich gehe nach vorne, ich gebe mir Mühe, ich schaue mir den Markt an. Aber wie gesagt, es gibt noch keine endgültigen Präferenzen. Wenn auch in Anhängesämaschine neige ich zu Horsch. Was die Schleppe betrifft, da bin ich noch am Schauen, am Analysieren. Das ist interessant. Der Markt ist wirklich übersättigt. Man kann das ein bisschen stöbern, auswählen. Das ist inzwischen interessant geworden, auf dem Land zu arbeiten. Bezüglich Maschinen von Feldern, meine sämtlichen Produkte fuhr ich mit Traktoren aus. Bei mir sind nur noch drei Kamas und ein Mast, das sind Lastkraftwagen. Das ist die bereits verarbeitete Produkte vom Feld. Das verkaufen wir für unsere Stärke-Produkte. Das sind Kowatowske Stärke-Produkt, unsere Getreidemühle. Und auch arbeite ich mit der Brauerei Baltica. Alles, was ich Gerste anbaue, das ist alles Braugerste. Verkaufen tue ich nur für meine großen Werke, sonst sehe ich keinen, ziehe ich keinen in Betracht. Mit Michurinski Getreidemühle arbeite ich mit Weizen. Braugerste arbeiten wir mit Baltica, wie bereits gesagt. Stärke Produkt. Ich erweitere immer die Anbauflächen für Mais und Stärke, also Krachmalprodukt. Das ist mein Lieblingskunde. Andere Produkte, es gibt auch Erbsen, Sonnenblume. Sonnenblumen ist FK, die größte Firma in Russland. Erbsen ist dann was anderes. Meistens arbeite ich mit unseren Nachbarn zusammen, Petrovski und Berdiski. Getreidespeicher, das sind gute Jungs, ich habe immer korrekt bezahlt, es gibt keinerlei Probleme, weder die Lieferung noch sonst etwas. Es ist angenehm, mit solchen Partnern zu arbeiten, das ermöglicht uns, uns selbst zu entwickeln und die auch stehen nicht auf der Stelle. Also grundsätzlich habe ich alles über zu meinem Betrieb erzählt, die Pläne, wir haben viele Pläne, eine Trocknungsanlage habe ich in unserem Betrieb und wir haben im letzten Jahr haben wir versucht, die Bauweise zu ändern, denn ich habe gesagt, die Anbaufläche für Mais erweitere ich und das muss bei uns getrocknet werden. Fruchtfolge ist bei uns recht umfangreich. Fünf Felder Fruchtfolge, das habe ich schon aufgezählt. Samen, okay, für Winterweizen, das sind unsere heimischen Sorten. Seit 4, 5 Jahren bauen wir das an. Braugerste kaufen wir direkt bei Baltica ein und dann bauen wir das an. Hackenkulturen, der Löwenanteil ist Syngenta. 80% von Hackfrüchten ist Syngenta, aber auch Pionier, DKS, das ist nur zum Vergleich, um etwas auszuprobieren, denn ein Jahr ist nicht gleich ein anderes Jahr. Jedes Jahr bringt Überraschungen. Ein Hybrid zeigt sich besser in einem Jahr, im anderen Jahr zeigt sich ein anderer Hybrid besser. Wir monitoren die Situation, machen unsere Analysen. Dank unseres guten Mitarbeiterteams, das sind Mechaniker, Ingenieur, eine Agronomin, dank dieser Menschen können wir unseren Betrieb auf einem
besten Niveau aufrechterhalten. Von Jahr zu Jahr sind wir die Besten in unserem Michurinsky-Kreis. Das ist eine Messlatte, die wollen wir nicht aufgeben. Und dank Kenntnisse von meiner Agronomin, sie hat sehr gute Kenntnisse, sie wählt alle Hybride selbst aus und nach ihrem Marktmonitoring setzen wir uns zusammen, wählen etwas aus und dann bestellen wir, wir erneuern unsere Bestellungen jährlich. Ich bleibe nicht auf der Stelle, ich möchte mich immer verbessern. Unser Betrieb ist auf der Fläche von 1.000 Hektar. Arbeiten 70 Mitarbeiter. Meistens sind das Traktoristen, meistens alle sind Männer, Büro, Hilfsarbeiter, alle sind Wohner von unserem Dorf, von unserer Siedlung. Also grundsätzlich, ich nehme keine Dritten, niemanden von außen, weder für die Ernte noch für, den, für die Aussaat, aus grundsätzlichen Überlegungen, aus Prinzip. Leider sind unsere Mitarbeiter schon seit längerer Zeit bei uns im Betrieb. Das Alter zeigt sich, das Durchschnittsalter ist 50 Jahre. Junge Menschen möchten leider nicht unbedingt zu uns in die Landwirtschaft kommen. Deswegen haben wir so ein Problem. Man kauft Maschinen, aber wem? Wem? Ich wiederhole mich, die Jugendlichen wollen nicht unbedingt zu uns. Im Laufe der drei letzten Jahre habe ich nur zwei junge Mitarbeiter eingestellt. Das Rentenalter kommt näher. Als ich in den Betrieb kam, gab es 78 Mitarbeiter. Im Moment 70 Mitarbeiter haben wir dank Innovationen. Man könnte die Mitarbeiterzahl reduzieren, aber ich habe Mitleid mit Menschen. Ich möchte grundsätzlich keinen kündigen. Menschen, die selbst den Wunsch geäußert haben, wenn sie in Rente gehen, dann gehen sie. Aber ich selbst, ich kündige keinen. Ich habe viele Zuschüsse, Zulagen für die Mitarbeiter. Ich unterstütze meine Mitarbeiter. Auch wenn jemand in Rente geht, bekommt er eine Zulage, 100.000 Rubel vom Betrieb für seinen Beitrag zur Entwicklung der Firma. Im letzten Jahr, das ist auch so ein gewisses Know-how für unsere Landwirtschaft, in Russland haben wir so einen Begriff Mutterkapital und witzigerweise nenne ich das jetzt bei uns Vaterskapital. Davon ausgehend, dass 80% Mitarbeiter sind Männer. Wenn eine junge Familie ein Kind bekommt, dann zahlen wir 2.000 Rubel. Diese Zulage muss nicht zurückgezahlt werden, um Menschen anzulocken. Das Land ist meist auf Anteils, also 60% ist mein eigenes Land, ansonsten sind das Anteile. Den Anteilsinhabern zahle ich auch die Rente, entweder als Geld oder als Getreide. Ich gehe dann auch Buchweizen, Sonnenblumenöl und jeder Anteilshaber kann sich jederzeit an mich wenden. Ich sage nie ab. Ich unterstütze immer auch mit Maschinen. Meine Mitarbeiter können auch im Laufe des Jahres eine Kur machen. Ich gebe ihnen 20.000 für eine Kur. Und abgesehen von unseren Normen, nach jeder Operation, nach jedem Schritt, wie es Säen, Ernte, Hacken, Scheiben, Ackern, nach, am Ende von jeder Operation, wenn ein Traktorist, ein Mitarbeiter gut gearbeitet hat, bekommt er auch eine Prämie. Der Durchschnittsgehalt ist bei uns ca. 48.000 im Monat. Wer an Herbiziden, am Säen arbeitet, da ist natürlich die Löhne viel höher, aber da muss man schon arbeiten und nach etwas Besserem streben. Wir haben zwar unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter, Nautil, wir haben es versucht, aber
aber ich bin für Klassik. Das habe ich nie aufgegeben, gebe nicht auf, werde ich auch nie aufgeben. Ich möchte jetzt keinen überzeugen, das ist mein Standpunkt. Ich bleibe auch bei meinem Standpunkt und mein Team teilt auch meine Meinung. So wie ich geackert habe, so werde ich auch in Zukunft ackern und hacken und pflügen und da komme ich nicht weg davon. Wie ich schon gesagt habe, der Markt ist übersättigt. Ich habe nur eine etwas andere Ansatz, andere Herangehensweise. Schleppe, auch wenn wir die Scheiben nehmen. Also früher die Scheibenegge konnten 20, 30 Hektar schaffen. Und jetzt widersprechen Lob für Horsch aus. Die decken mir jetzt bis zu 100 Hektar in einer Schicht. Und diese Reduktion an Maschinen, als ich in den Betrieb kam, da hatten wir so Pi mal Daumen 50 Traktoren. Im Moment haben wir die Hälfte davon. Dank Erneuerung und im Zusammenhang mit Maschinen, die jetzt das machen, was von ihnen gefordert wird. Es ist cool, wenn man 5 Schleppe durch einen Traktor ersetzen kann. Mit einer Sämaschine kann man 10 Sämaschinen ersetzen. Und die Qualität, das kann man nicht mehr vergleichen mit dem, was es früher gab. Dank dessen wahrscheinlich erhöhen wir unsere Erträge und wir streben nach etwas Neuem, etwas zu kaufen. Pflanzenschutz, da bin ich komplett zu Horsch übergegangen. Die Präparate sind meistens von Syngent. Die Qualität von Syngent ist unübertroffen. Die anderen haben noch einen langen Weg bis dahin. Trotz Preispolitik bleibt Syngent Syngent. Das ist praktisch meine Meinung. Pionier, auch Bayer benutze ich auch. Generika arbeite ich so gut wie nicht damit. Meistens gute etablierte Firmen, wo man auch ein Vertrauen hat. Ernte, das ist mit unserer Technik 5.500 und da habe ich 7 Drehmäsche, 3 John Deere. Übrigens habe ich in diesem Jahr einen neuen 780 gekauft, der B880. Maschinen sind sehr interessant, sehr zuverlässig. Die ganze Saison bin ich mit dieser Technik gefahren und ein Drehmäsche hat 800 Hektar Mais geerntet mit achtteiliger Mähmaschine. Innerhalb von 3-4 Wochen diese eine Mähdresche hat die ganze Fläche geschafft. Was Verluste und anderes angeht, gar keine Beanstandungen. Das ist schon eine coole Technik. Ich bin so ein bisschen, ja, möchte ich nicht verheimlichen, ich habe eine gewisse Neigung dazu. Strohmanagement, das ist jetzt ein leidiges Thema. Jedes Jahr wird es uns verboten, das zu verbrennen. Also früher, so wie in alten Zeiten, hat man das verbrannt und hat keine Probleme mehr damit. Heute ist eine andere Vorgehensweise, aber Mähdresche arbeiten mit Zerkleinern und deswegen ist es heute ein bisschen einfacher als früher. Wir kämpfen uns durch, wir geben uns Mühe. Pläne für die Zukunft, für Landwirtschaftsbetriebe, welche Pläne? Erträge zu steigern, das ist unser Motto. Das kann nicht anders sein, man möchte immer etwas Neues, etwas anderes. Erneuerung von Maschinen ist meine Hauptnische, womit ich mich jetzt beschäftige. Wie ich gesagt habe, in den letzten 2 Jahren habe ich 90% an Maschinen erneuert. Auch das System Trade-In ermöglicht es, alte Maschinen loszuwerden und dann mit Rabatten neue Technik zu erwerben. Meine Pläne, obwohl ich meinen eigenen Trockner habe, das Baujahr ist aber 91 und da jedes Jahr Erträge etwas steigern, schafft das meine Trocknungsanlage nicht mehr. Deswegen, ich überlege mir diesen Trockner umzubauen, um Kapazitäten zu erhöhen. Pläne, man möchte alles und auf einmal, aber es klappt nicht alles. Wir schauen in die Zukunft. Maschinen, Saatgut, ich versuche mich bereits im Herbst einzudecken, um Winter ruhig zu überleben.
und auch unser neues Kalenderjahr, Landwirtsjahr, mit ruhigem Gewissen hineinzugehen. Ich habe mich bereits mit Saatgut eingedeckt. Bezüglich Hackfrüchte mit Baltica sind Verträge bereits abgeschlossen. Sommerweizensorten, was wir selbst anbauen, ist soweit da. Pflanzenschutzmittel sind bereits eingekauft worden. Treibstoff, da bin ich schon auch eingedeckt, komplett für die nächste Saison. Für den heutigen jetzt gibt es Mangel an Düngemittel in Russland. Es ist schwierig zu finden. Ich monitore die Situation, ich versuche mich noch bezüglich Düngemittel einzudecken. Es ist in diesem Jahr wirklich mit Salpeter Probleme. Wir haben auch kleinere Probleme wegen Pandemie, wegen was anderem. Ja, das sind tatsächlich Saatgut-Hybride, die man gerne möchte. Die Lieferanten können uns da nicht komplett befriedigen. Bei Paunier habe ich 2000 Säeinheiten bestellt und sie haben mir erst nur 1000 geliefert. Man möchte mehr. Aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Wenn nicht Pionier, dann eine andere Firma. Wir haben uns wieder an Syngent gewandt. Man möchte natürlich das nehmen, was man möchte und nicht, wo man dann nehmen muss. Das sind so kleinere Probleme unserer Landwirtschaft. Pläne, Rentabilität zu steigern, Erlöse zu steigern, Profit zu steigern. Man möchte natürlich noch ein bisschen Land, aber leider, leider, was es möglich war, ist bereits alles abgewickelt, gekauft. In der Nähe gibt es die Möglichkeit nicht mehr. Irgendwie müssen wir auf unserem Land leben und man möchte wachsen. Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben, dass ich von den leidigen Problemen von Landwirten loswerden konnte. Alles Gute.